Monats des Jahres, zweiter Trade des Jahres, hier vielleicht auch in den Kryptomärkten, der sich positiv bewegt. Egal wie wir es drehen und wenden, dürfte heute ein positiver Tag werden. Klein wenig negativ persönlich für mich, alter guter Freund und Geschäftspartner, verlässt hier die Stadt in Singapur mit seiner Frau und Family auf dem Weg nach Hongkong bereits in kommenden Tagen. Von daher fasse ich mich heute ein klein Stück weit kürzer mit Ihnen zusammen, da es nachher noch zu einem leckeren Geschäftsessen gehen wird. In diesem Sinne aber erst einmal hier weiterhin interessante Marktbewegungen. Ist Silber das neue GameStop? War ja schon die Frage am gestrigen Handelstag, als dort die Märkte ja erst einmal durchs Dach sich bewegt hatten und wir oder ich meinen Augen erst einmal nicht richtig trauen konnte. Meine Trading-Accounts mit den Silberoptionen haben sich natürlich prächtigst entwickelt. Die Volatilität, also die Marktschwankung, dümpelt jetzt ein wenig wiederum fast bei ja, langweiligen 55% herum. Das betrifft sie vielleicht nicht ganz so stark. Aber auf der anderen Seite natürlich ganz klar der Punkt, wenn man eine 70er Woll im Silber hat, dann drehen die Märkte ja munter fleißig hoch runter. Wie wir es im Übrigen auch in den Kryptowährungen gesehen haben. Da gab es Ripple, hat sich gestern am doppelten Widerstandsbereich, auch das ja mittlerweile gar nicht so schlecht hier auch zum Traden. Das heißt, am Widerstandsbereich hier gescheitert zum ersten. Der Markt drückte nach oben und ich war dort, muss ich gestehen, ja involviert. Hier unten gekauft bei einer 25, hier oben bei einer 70 irgendwo verkauft. Der zweite Krypto-Trade eigentlich hier, der wie geschnitten Brot gelaufen war. Der erste war eine die Bitcoin-Börse. Das war ein Tipp hier von Nils. Nils ist eigentlich am Start hier. Gar nicht dabei heute. Nee, Nils hatte mal im letzten Jahr hier einen guten Börsentipp hier abgegeben, gesagt, hey Frankie, kauf doch mal die Bitcoin-Börse ADE namentlich als Kürzel gekauft bei 25, verkauft bei knapp 80. Auch das war, glaube ich, eine ganz gute Idee. Von daher hier das nächste Mal, wenn Nils dabei ist, respektive wir uns in Deutschland irgendwann wieder sehen, dann gibt es ein Bierchen auf mich. Also von daher zweimal ins Schwarze getroffen hier und jetzt, glaube ich, erst einmal ein wenig abzuwarten. Hier, ich weiß, viele von Ihnen sind ja auch hier in den Kryptomärkten aktiv und fleißig am Hin- und Herzocken. Für mich das Ganze als Geldverwalter nicht unbedingt immer das einfachste Spielchen. Warum? Meine Kunden würde mich, glaube ich, ohrfeigen, wenn ich denen sage, hier legt man eine Million an, nächste Woche ist aus der Million eine halbe geworden und in übernächster Woche sind aus einer dann 2 Millionen geworden. Diese, wie wir als Fachleute sagen, Volatilität auf Portfolioebene geht natürlich nicht. Das heißt, auch in meinem Fall hier, meine Kunden wollen eher sachte, ein wenig Fahrwasser. Die wollen natürlich kein Sparbuch, kein Sparkonto, kein Festgeld, wollen schon, dass mit dem Geld hier was passiert, aber natürlich nicht unbedingt so große Schwankungsbreiten. Von daher haben wir in den Kryptowährungen hier persönliche andere Ansprüche, respektive vor allen Dingen auch andere Herangehensweisen. Egal, auf jeden Fall hat mich das gestern gefreut. Von daher, die nächsten Tage hier Marina Bay Sands kann ich jetzt mich eine ganze Weile lang, glaube ich, einnisten könnte ich in dem Sinne, aber Sie wissen ja alle selber, wenn man mal einen schönen Trade gemacht hat, kann man den ja auch mal ein bisschen abfeiern und sich darüber freuen. Was haben wir ansonsten heute? Und zwar insgesamt quer gelesen in den Märkten sehe ich, dass Silber ein wenig vom hohen Ross runterzukommen scheint. Da ging es ja am Montag hier, wie ich schon vorhin sagte, richtig munter los. Ich bin dort spät ins Bett gegangen am Sonntagabend, wie ich es gestern ja schon kundgetan habe. Und als ich dann irgendwo schlafen ging, wunderte ich mich, dass der Silberpreis ja hier bei einer 28 aufmachte, wobei wir zuvor bei einer 26,80 handelten. Jetzt geht es auf fallende Seite rapide weiter. Für mich ist das Ganze nach wie vor eher eine gewisse Korrektur. Und zwar, je langfristiger wir uns das Ganze angucken, könnten wir einmal argumentieren, dass wir gerade hier diese besagte Kurslücke, also das Gap im Markt schließen. Also vielleicht hier in Anführungsstrichen nur sehen, dass der Markt weiterhin diese Unterstützungszone noch einmal antestet. Für diejenigen, die glauben, dass es sich hier um eine Gegenbewegung handelt, auch das im Rahmen des Möglichen. Allerdings haben wir natürlich noch 2,5 Stunden, bis diese Kerze hier schließt. Floppt das ganze Ding noch einmal hier nach oben, hätten wir auch schnell wieder ein sehr stark positiv anmutendes Chartbild. Wir kennen das ja im Silber. Zum einen hatte ich vorhin gesagt, dass die Schwankungsbreite extrem weit gefasst ist. Allein am gestrigen Handelstag von einer 27,90 bis zu einer 30, das heißt die 30er-Marke einmal erfolgreich angetestet und jetzt magisch sehen wir, dass wir uns auf breiterer Unterstützungszone befinden.
und hier in dem Fall feststellen, dass wir gerade auf dieser Ebene ein wenig herumgurken. Trotzdem, das nach wie folgte hier gezeichnete Bild für mich stark positiv und ich sehe nach wie vor hier eher die Stärke im Edelmetallmarkt weiterhin. Ob es jetzt dann die Zocker sind, soll mir relativ gleich sein. Bin ja schon mehrfach und lang und oft genug hier im Silbermarkt aktiv. Seit letztem Jahr hier mehrfach Einstiege hier unten im 17er und etwas tiefer Bereich gefunden und hatten dann ja schon mal die gezündeten Sputnik Ariane, wie auch immer man sie Raketen nennen darf, hier dann gezündet und mitgenommen. Bei uns auf der Webseite in den Trading Alerts finden Sie entsprechende Trades ebenso. Das heißt, die Ergebnisse hier nicht aus der Luft gegriffen. Meine Kunden wissen ebenso, worum es hier geht, wenn sie sich auch gerne mal das ein oder andere Teilchen meines größeren Portfolios hier anschauen. In dem Fall sehen wir hier weiterhin also die Märkte durchaus auf der Long-Seite aktiv und ich bleibe dabei. Die Rückendeckung natürlich mit wirtschaftlicher Öffnung hier in der Zukunft wäre beispielsweise auch noch ein Punkt, warum der Silberpreis vielleicht steigen könnte. Sollte das Ganze hier nur als spekulatives Momentum hier aktuell im Markt der Fall sein, ist es auf der einen Seite so, je weiter der Preis hier weiter abfällt, desto mehr kaufe ich physisch nach. Der ein oder andere Bauklotz hier als kleine Wand kann man sich natürlich auch zu Hause mal ganz schön zurechtstapeln. Aber das, wie gesagt, Scherz am Rande. Hier in dem Fall bleibe ich dabei. Bei der Geldentwertung, gerade im US-Dollar, sehe ich hier eigentlich kaum einen Weg an einem stärkeren Silber- und mittelfristig gesehen vielleicht auch Goldpreis. Heißt aber trotzdem, auch hier Papier, Silber, Papiergold lässt sich gerade auch im Optionsbereich natürlich hier interessanterweise abbilden. Wenn ich mit Profihändlern spreche, sagen die mir immer, gerade so hier in Singapur in der Nachbarschaft: Hey Frankie, warum handelst du denn Optionen? Wenn du eine Marktmeinung hast, kauf doch einfach eine Tonne und leg sie dir hin und warte darauf, dass der Markt steigt. Egal wie man es macht, egal wie man es tut. In dem Fall hier sehe ich jedenfalls, dass die Marktbewegungen hier natürlich stark Spaß machen, wenn es hier richtig mit starken Marktbewegungen zur Sache geht. Was haben wir ansonsten noch? Wir sehen jetzt einen starken US-Dollar gerade oder als stärker werdenden US-Dollar. Könnte ein Stück weit hier Gegenbild sein, warum der Markt gerade hier fällt. Natürlich auch gesamtglobal gesehen die Märkte, was den Papiermarkt, also nicht physische Kontrakte, sondern natürlich das, was auf schwarz auf weiß geschrieben steht oder hier online zusammen und hin und her gezockt wird, überwiegt natürlich bei weitem das, was der Markt insgesamt an physischem Metall hergibt. Trotzdem sehen wir gerade die leichte Stärke hier. Euro-Dollar dümpelt ein wenig auf der Short-Seite vor sich hin. Könnte natürlich dafür auch ein Grund sein, warum der Markt noch ein wenig hier korrigieren könnte. Denn klar, ein stärkerer US-Dollar dürfte hier den Markt natürlich ein wenig noch einmal durcheinander wirbeln. Aber für diejenigen, die sich natürlich auch mit dem Superpräsidenten, nachdem wir die größte Pfeife aus dem Amt des Weißen Hauses geschossen haben, insgesamt, das jedenfalls der Narrativ, den ich in Teilen natürlich auch unterschreiben würde in den Vereinigten Staaten, kann es ja jetzt nur an den Superpräsidenten geben. Und Joe Biden setzt ja gerade auch, und das wäre eine wichtige Information hier in dieser Woche, alles dran, seine Stimuluspakete durchzujagen. Das heißt, alsbald muss kein Amerikaner mehr arbeiten gehen. Freies Geld insgesamt muss nichts mehr gemacht werden. Es gibt für Nichtstun, also demnach Stimuluschecks, was nebenbei in dem Fall bei meiner Ehe natürlich das große Thema auch im Weißen Haus ist, denn man einigt sich noch nicht oder hat sich noch nicht gerade auch im Weißen Haus darüber einigen können, in welche Richtung und in welcher Größenordnung dort diese Stimuluschecks bereitgestellt werden. Aber es scheint jedenfalls so, als wäre dort mehr auf der Soll-Seite, was sich dort hingelegt wird. Und eines, was ich in den letzten Wochen auch verstärkt bei Mediennachrichten natürlich dann mitgenommen habe, dass einfach diese finanziellen Unterstützungen und diese wahnsinnigen, aufgefahrenen, aufgepusteten Regierungsprogramme mit Sicherheit nicht unbedingt schlecht sind, auch in deren Grundsubstanz, aber bei weitem definitiv die Kredite, die damit einhergehen, nicht einen gewissen Wohlstand fördern. Im Gegenteil, eher weiterhin Wohlstand vielleicht überhaupt nochmal auf gleichem Niveau hält, eher aber dauerhaft verringert, wenn man sich die gesamten Volumen also dort anschaut. Das heißt also sehr große pessimistische Marktmeinungen bei den betroffenen oder beteiligten Investoren beziehungsweise auch Vordenkern vielleicht oder Hinterherdenkern, wenn man einem Jim Rickards zuhört und auch durchaus Dr. Markus Krall von der Degussa hat natürlich mit vielen Argumenten mit Sicherheit recht, wenn man vielleicht einmal von dem das Finanzsystem geht, zugrunde à la Dirk Müller absieht. Kann man natürlich schon feststellen, dass einfach die massive Geldentwertung gerade in den Metallpreisen, da müssen wir uns aber nur die Kurve angucken, da wird uns eigentlich klar, worum es hier geht. Monatschart im Gold.
ganz klar hier, das ist nicht, dass der Goldpreis einfach teurer wird, sondern einfach die Geldentwertung hier, die finanzielle Entwertung eines US-Dollar. Gucken wir uns an, hier seit 2000 beispielsweise 250 US-Dollar je Feinunze und jetzt sind wir etwa beim nicht ganz, aber knappe Zehnfachen. Wenn man die Kaufkraft, gibt es auch Kurven seit den 1900er Jahren im US-Dollar anguckte, würde man feststellen, 100 US-Dollar auf dem Sparkonto, würde man jetzt noch die gleiche Kaufkraft in etwa in Wertigkeit von 8 bis 9 US-Dollar haben. Das heißt einfach hier ganz klar, dass man natürlich feststellen kann, dass bei dem, ich sage mal in Anführungsstrichen, Geldgedrucke, Markus Koch hat gerne ein schönes Video, was er dort zeigt, wenn er seine Börsenberichte täglich abspult, indem er natürlich immer schön die angedruckte Printing Press zeigt, also das Herzaubern von neuen Banknoten. Egal, Sie machen sich Ihre eigene Meinung im Bild und schauen sich selber an, wie Sie die Märkte sehen. Aktuell was Handelbares wäre, und da bin ich nach wie vor kritisch, was Impfungen anbelangt, aber wir sehen definitiv hier eine Rückendeckung nach wie vor im Euro-Pfund. Der Markt dreht so langsam auf der Short-Seite weiter seine Runden. Das Pfund kann also die weitere Stärke hier erst einmal nutzen. Und egal, wie ich zu dem ganzen Thema hier stehe, sollte das ein positiver Ausweg vielleicht aus der aktuellen Krise sein, habe ich auch mehrfach schon kundgetan. Hier könnte das natürlich dazu führen, dass das Pfund weitere Stärke zeigt und sich nach wie vor auf der unteren Ebene hier bewegt. 85,50 steht an auf der Short-Seite, durchaus im Rahmen des Möglichen. Auch ich gucke mir in Anführungsstrichen natürlich nur die Chart-Historie hier an, schaue, was im Hintergrund passiert und passieren könnte. Im Hintergrund haben wir ebenso noch in dieser Woche in Großbritannien eine Leitzinsentscheidung, die wir auf der Agenda haben sollten. Am Donnerstag, wenn ich mich recht entsinne, Super Thursday von der Bank of England. Aber ansonsten Pfundstärke hier vorgezeichnet gegenüber dem Euro, wo ja gerade die spannende Veranstaltung hier weiterhin läuft. Im Verteidigen ist hier immer ganz gut. Im Handydaten löschen, wie wir mitbekommen haben, ja auch Klüngel à la hannoverische politische Landesregierung während meiner Fernsehzeit durchaus auch den einen oder anderen norddeutschen Rundfunkbericht aus der Region dort mitbetreut. Ja, vielen Dank. Also nach oben hochgelobte von der Leyen sagte, dass also nicht sie die Schuldige vielleicht daran sein dürfte, an dem in Teilen jedenfalls, was dort mit dem Impfstoff und den oder den eben gerade nicht zur Verfügung gestellten Impfstoffen passierte. Wie dem auch sei, könnte man vielleicht auch einfach seine Meinung verteidigen und sagen, hey, wir haben einfach ein Stück weit uns mehr Zeit gelassen, um Impfstoffe zulassen zu wollen. Daran gibt es, glaube ich, nicht zu rütteln, dass die Kontrakte vielleicht eher mit Tinte aus der Industrieseite geschrieben sind, wäre ein anderer Punkt. Aber die Antwort natürlich eigentlich zu der großen Thematik, wie gesagt, hier wäre vielleicht doch jetzt dann Lösungsmöglichkeiten zu schaffen und versuchen, schnellstmöglich doch, wenn man es denn so möchte, Impfstoffe bereitzustellen. Also warten wir in dem Sinne weiterhin ab und gucken, wie sich dort das ganze Thema weiterhin bewegt. Aber auf der anderen Seite sehen wir den Schaden ein wenig gerade auch im Devisenmarkt hier. Das heißt, so langsam dümpelt auch der Euro schwächer werdend hier nach unten. Wenn jetzt noch einmal so eine rutsche Bewegung hier auf der so eine shortseitige Bewegung hier weiterläuft, hoffe ich, dass wir noch einen guten Einstiegspunkt dazu weiterhin finden. Gestern hatte ich schon gesagt, Einstiegspunkt vielleicht hier halbe Position jetzt, andere halbe Position auf der Long-Seite oder auf der oberen Seite. Eigentlich nicht, machen wir mal hier einen kleinen Kontrakt auf. Keine leeren Worte hier. 2000, schon fast ein bisschen viel Risk. Okay, machen wir eine Option, eine Seite hier auf und legen einfach den Take-Profit auf der Short-Seite hin. Das heißt, auf unterem Niveau. Insofern können wir natürlich dann schon einmal hier daran partizipieren, sollte der Markt weiterhin anfangen, sich abwärts zu bewegen. Nächste Kursziele wären natürlich hier der 87-10er-Bereich. 87-10er-Bereiche in dem Sinne, denn da wäre natürlich dann weiterhin hier ein wenig Gegenwehr vielleicht zu erwarten. Genau dort, wo der Markt mehrfach hier unterstützt agiert hatte, könnten wir sehen, dass der Markt, wenn er sich dorthin bewegt, dann wiederum ein wenig Gegenwehr zeigt. Aber der Markt auf Monatsebene sieht hier durchaus eher schön aus auf der unteren Seite, aber genau eben mit nochmal Gegenwehr hier vielleicht und kurzfristigen Rücksetzern auf der Long-Seite. Das haben wir auf der Short-Seite. Oh, jetzt kommt, okay, jetzt pustet hier noch einmal jemand Malise ins ähnliche Horn. Biden muss sich auch zuerst beweisen. Genau, der gute Superpräsident, wie gesagt, der ja nur eigentlich vielleicht Statthalter ist in meinen
meinen Augen jedenfalls, ich weiß noch gar nicht, was die ganzen Medienschaffenden mich eingeschlossen in der Vergangenheit, war ich zweimal hinter der Kamera tätig, aber in dem Fall auch, was die ganzen Schreiberlinge dort an Nachrichten jetzt befinden müssen, ohne dass es dann den lieben Trump-Bashing hier im Markt weiterhin gibt. Genau, auch Biden muss ich erst beweisen. Ich glaube kaum, dass er ein wirklich guter Präsident ist, aber mit Sicherheit vielleicht erst einmal kurzfristig jedenfalls hier die Wogen glätten. Denn eins muss man ihm natürlich lassen. Er hat in seiner Antrittsrede, die ich ja auch zu später Stunde verfolgt habe, natürlich schon sehr versöhnliche Worte finden wollen und auch mit Sicherheit gefunden. Und vielleicht erst einmal versöhnliche, positive Stimmung zu erzeugen im Land, ist mit Sicherheit hier ein wichtiger Punkt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich das Land weiterhin tief gespalten, wie ich das jedenfalls aus der Ferne mitbekomme. Denn immerhin gab es ja knapp Hälfte, Hälfte der Wählerstimmen auf beiden Seiten. Das heißt, wenn er auch zwar dort erst einmal Präsident ist, konnte er bisweilen dann auch nur in Anführungsstrichen die Hälfte der Belegschaft dort, also der Bevölkerung, hinter sich bringen. Auch das also zeigt natürlich, wie hart dort bekämpft oder verkämpft, verworren die Fronten mit Sicherheit weiterhin bleiben werden. Zurück zu den Märkten. Short Euro-Pfund, Euro-Dollar-Short unterhalb der Unterstützungszone wäre die andere Variante. Für die VIP-Kunden unter uns habe ich den Trade dort auch weiterhin schon hochgeboostet. Das heißt, im Telegram steht der schon bereit hier. Das heißt, die Unterstützungszone hier, sollte die wirklich nachrangig durchbrochen werden, könnten wir weiteres Abwärtspotenzial hier sehen. Das wäre auch dann in etwa hier in gleicher Ebene mit dem langfristigen Trend. Gleichwohl natürlich zweierlei hier zu beobachten gilt. Wir handeln an sich unterhalb der Unterstützungszone hier, aber noch nicht so richtig klar. Das heißt, hier vielleicht noch ein wenig abzuwarten, dass noch ein wenig mehr Druck auf der Shortseite hier entsteht, könnte sinnvoll sein. Trotzdem, wenn wir uns die Trendlinien hier insofern angucken, sehen wir eigentlich schon, dass wir diesen Kreuzwiderstand bereits nach unten hin verlassen haben. Das heißt, an sich müssten wir hier weiteres Abwärtspotenzial weiter erwarten können und hier auch weiteren Druck im Markt sehen. Am gestrigen Handelstag starteten wir bereits hier ziemlich schwach in den Markt, haben bereits hier die ein oder andere Unterstützungszone herausgeschoben. Von daher vielleicht hier ein wenig abzuwarten, vor allem in den nächsten 1,5 Stunden, wie sich hier dieses Handelskerzenspiel ausdeutet oder andeutet. Wir sind erst einmal im 4-Stünder noch auf Unterstützungsebene, heißt die 1,2060 konnte zum ersten, zum zweiten noch nicht durchbrochen werden. Sollte der Markt noch mal einen Rücksetzer nach oben hier sehen, wäre das Ganze auch durchaus im Rahmen hier von Möglichkeiten, denn wir sehen ja, dass der Markt auch relativ breit aktuell hier handelt, also viele Preisbewegungen von Unterstützungszonen nach oben zu einem Widerstandsbereich wurden erneut angetestet. Das heißt, vielleicht geht noch einmal hier eine kurze Weile nach oben, bevor dann weiterhin der Markt auf der Short-Seite sich, wenn das denn tut, hier weiter abwärts bewegt. Also insofern die Reise vielleicht hier erst einmal klar. Aktienmärkte ziehen nach wie vor langsam nach oben. Den letzten beißen ja bekanntermaßen auch hier die Hunde. Scheint erst einmal so zu sein, als ginge hier alles weiter nach oben. Positivität wird erwartet, wenn dieses Hilfspaket in den Vereinigten Staaten natürlich dort eintritt, wo wobei für gewöhnlich erst einmal natürlich ein stärkerer US-Dollar gerade Gegenwind für die Aktienmärkte bedeuten könnte, in Teilen jedenfalls. Und die Fragestellung auf der anderen Seite natürlich nun, da jetzt die gesamte Welt ja erwartet, dass dieses Hilfspaket mit Stimulus-Checks in den Vereinigten Staaten dort verabschiedet wird, könnte man auch ebenso argumentieren, dass das Gesamte ja schon eingepreist ist. Weitere Hürden allerdings, die vielleicht dort damit eintreten könnten, dann hier auf den Markt vielleicht auch negativ einwirken könnten. Das heißt, hier spekulative Risiko. Andreas hatte mir ja gestern noch geschrieben, mal auf Unterstützungsebene hier long im Markt. Auch da Pinbar-Kerze hier für uns Charttechniker. Markt drehte nach oben. Super Einstieg, den er hier unten gefunden hat. Von daher auch das vielleicht nicht unbedingt zu verkehrt. Nur sehen wir natürlich, dass wir hier schon stark nach oben gelaufen sind und immer noch ein Stückchen weit hier dieser GameStop-Konflikt vielleicht unter der Oberfläche weiterhin hier schwelt und nach wie vor dazu führen könnte. Und das ist natürlich der wichtige Punkt ebenso. Diejenigen großen Spekulanten, also nicht die kleinen Endkunden wie wir, sondern die großen Jungs im Markt, die dort mit großem Kapital auf Short-Wetten gesetzt haben, könnten vielleicht auch nach wie vor, gleichwohl wir schon sehen, dass mittlerweile hier die Märkte sich ein wenig abkühlen, gezwungen werden dazu, dass andere Positionen also herausgelöscht, aus dem Portfolio herausgelöscht werden müssen. Heißt, man ist vielleicht short in GameStop, hat dort also ein riesen Loch im Portfolio, muss dann ein wenig mehr Sicherheitsleistung, Kapital hinterlegen, um das gesamte Portfolio dort dem Broker oder respektive der Bank als Gegenseite dort liefern zu können. Und das könnte bedeuten, dass man also dort andere Positionen liquidiert, um einfach mehr Margin, also Sicherheitsleistung,
Leistung fürs Portfolio freizumachen. Was verkauft man als erstes? Etwas, was stark gelaufen ist. Das könnte in dem Fall vielleicht ein Tesla, ein Facebook, ein Apple sein. Heißt also, es könnte auf dem breiten Markt ein wenig Druck lagern. Und bei dem, was wir aktuell in den Märkten hier sehen, bin ich felsenfest der Überzeugung, dass das nicht nur eine Eintagsfliege gewesen ist. Mit GameStop hat das ganze Ding hier ziemlich fett funktioniert. Mit Silber, wenn es denn so ist, haben wir über das Wochenende auch ein wenig Potenzial hier sehen können. Die Kryptowährungen haben sich vielleicht sogar noch besser und dicker im Auge, als ich es hier jeden Tag eh schon tue. Das heißt, wir sehen hier massives Säbelrasseln und ein Hauen und Stechen. Eine Krähe pickt der anderen bekanntermaßen ja gleich in den Finanzmärkten zwei Augen aus. Aber genau das, was hier gerade so weiterhin losgeht, sind für mich, und da bin ich eher auf der vorsichtigen Seite unterwegs, von daher freuen mich die Edelmetalle, respektive natürlich Silber umso mehr, denn das sind eher ein Stück weit hier eher die Unreal Tournament Endgegner, die sich hier gerade für mich jedenfalls in den Märkten auftürmen. Und da bin ich ganz klar hier auch bei einem Dirk Müller oder Markus Krall oder vielleicht auch Max Otte auf der Seite, die eher auch sehen, dass dort vielleicht an den Märkten ein Stück weit hier zu viel Endkunden im Markt gehen, wenn Freunde, Bekannte und Personen, die mir in der Freundschaftsliste hier ganz oben stehen, auch anfangen, auch in den Märkten zu zocken, dann ist es bekanntermaßen ja wie die alte Bauern- oder Faustformel, wenn der Taxifahrer und die Hausfrau schon anfängt zu zocken, dann ist es vielleicht die Frage, ob man sich dann als Profihändler aus den Märkten verabschieden sollte. Also, lassen Sie es vorsichtig angehen. Euro-Dollar-Short sind wir dabei. Wenn der Markt unterhalb der 1,2060er-Marke fällt, Euro-Pfund, haben wir schon mal eine kleine Position hier eröffnet. Wie gesagt, eher Mini-Position, eher ein bisschen sachte. Dort ist eher mein Thema. Von daher auch mal eine kleine Investition hier im Ripple, weil es ja nun keine Riesenkiste, aber hat sich für mich ja das erste oder zweite Mal hier gelohnt. Können wir uns wieder einen neuen Audi vor die Tür stellen, hier mit den beiden Trades, die wir gemacht haben. Auf der anderen Seite weiterhin auch für Sie viel Erfolg erst einmal in den Märkten. Alles Gute, toi, toi, toi. Und Gerhard fragt noch nach Öl, genau, gerade wo ich über Auto spreche. Gestern schön im Scirocco hier als Taxi gefahren, war im Übrigen toll, private Veranstaltung, hier privat über Grab gebucht. 2 Liter Scirocco mit turboaufgeladenem Motor, braucht mit Sicherheit viel Öl, genauso wie auch hier der allgemeine Markt, der ein höheres Bedarfspotenzial an Öl scheinbar scheint. Der Markt sieht positiv aus, Gerhard, von daher der Ausbruch nach oben erst einmal erfolgt. Ob das allerdings hier nach wie vor weiterhin so bestehen bleibt, bin da ein wenig nach wie vor noch nicht sehr überzeugt. Ne? Also wir sehen den Widerstandsbereich durchbrochen. Wir sehen im umgekehrten Schluss Dollar-Kanadier ein wenig nach unten sich bewegen, obgleich der US-Dollar ja leichte Stärke zeigt. Sehen wir gegenüber dem Euro, heißt also hier der US-Dollar im Allgemeinen etwas stärker, der kanadische Dollar aber stärker als der US-Dollar, weil der Ölmarkt zulegte. Wenn du auf einen Ausbruch setzen willst, dann jetzt rein und warten, dass der Markt noch weiter zulegt. Allerdings ist das aktuelle Niveau ja schon relativ hoch. Das jedenfalls auch, wenn ich mit den befreundeten Ölhändlern hier im Ort in Singapur spreche. Die sehen eher ein Stück weit wiederum die Verkaufsseite, gerade auf den aktuellen Niveaus hier, weil einfach auch die Nachfrage weiterhin dort abnimmt. Also, erstmal weiter, viel Erfolg, alles Gute, ciao, ciao, bis später und einen schönen Tag, bis dahin.